Jo, meine Kartoffelfreunde, und herzlich willkommen zu einer Folge GTA 5. Ich habe gesagt, es kommt, aber ich bin nicht allein. Dabei ist jemand. Das ist übrigens GTA Online, du Missgeburt! Ich hoffe, ihr habt ihn schon erkannt, ich freue mich so! Wir haben ein paar Randoms. Wie kein Kontakt. Ich schicke hier immer die Missgeburt, die Kontaktsport will. Ja, aber das Problem ist, ich habe das. Das Ding ist, ich habe es nicht eingestellt. Also, ich konnte es nicht einstellen. Auf jeden Fall ist leider nur ein Random dabei. Und sonst nur Alex und ich. Aber ich hoffe, es wird trotzdem eine witzige Runde. Weil es gibt keinen Kontaktsport, da ist das nicht witzig. Nein, nicht. Hasse das! Wir müssen mal gucken, vielleicht sind wir in der nächsten Runde noch ein paar mehr. Ich denke mal, wir werden zwei Rennen hintereinander reinballern, oder? Ja, keine Ahnung, sehen wir ja dann. Man kann doch, wenn man an der Wand so fährt, so einen Wallride macht, ja, kann man mit der Maus eigentlich so nachziehen. Keine Ahnung, ich spiele mit dem Controller. Ja, bei mir funktioniert das nämlich überhaupt nicht. Ach ja, tschüss! Ich fahre auf dem Flughafen weiter, okay? Verhebt. Ja, Freunde, was geht denn? Auch auf meinem Kanal, ne? Marcel und ich mal wieder am Aufnehmen, sein Bean. Ja, eigentlich waren wir um 16 Uhr verabredet, jetzt ist es halb sieben. Digga, meine Mama hat ein neues Handy, ich musste einrichten. Ja, Mann, ich kenne das. Weißt du, deine Eltern gehen ja noch fast, ne? Wenn du eine Oma hast und das für sie machen musst. Was? Achso, ich dachte jetzt gerade, du fragst dich, warum du letzter bist. Was? Letzter? Nee, Digga, ich bin erster. Ich bin 15 Sekunden vor ihm und 30 Sekunden vor dir. Und ich fahre gerade wie der letzte Volläumel. Was ich mal ansagen möchte, falls irgendwer von euch GTA 5 hat und irgendwer Bock hat mitzuspielen mal. Wenn wir GTA 5 spielen, haben wir auf jeden Fall immer Bock mit Zuschauern zu spielen. Darauf habe ich auf jeden Fall ultra Bock. Also, addet mich einfach bei Social Club. Mein Name ist Lovely Potato XO. So, da seht ihr unsere Namen, wie wir heißen. Ich bin der Unterste, der Dritte und Marcel. Oh. Digga, mein... Ja, ich bin runtergefallen. Ja, der Martin ist vor mir. Vor mir? Habe ich eiskalt die Kontrolle verloren. Ah, er auch. Feuerwehr, nee, er hat's geschafft, glaube ich. Und natürlich wird man abgebremst. Ich hasse dieses Abbremsen, ohne Witz. Oh, ich glaube, er hat's geschafft. Ja, er hat geschafft. Scheiße. Hat der geschafft, Alter. Alter Junge. Armer. Übrigens, es kann sein, dass ich mich ein bisschen krank anhöre. Nee. Hör auf. Aber ich bin halt übel, hab so eine scheiß dreckige Piss-Sommergrippe, ne? Aber ich bin übel im Missgebiet. Einfach mal ein Backspin. Dir einfach nichts dazu sagen. Halt die Fresse. Aber grad so geschafft, du. Hast du gesehen? Oder? Nee, ich meine nicht. Nein! Der Typ ist sogar hier schon das Ziel. Oh lol! Jetzt hab ich nicht. Ey, das Rennen ging gerade mal 3 Minuten oder so, aber pff, juckt ja nicht. Ja, das ist 20 Sekunden. Das kann ich noch schaffen. Ja, das schaffst du locker. Das ist eigentlich nur noch der große Jump oder nur noch geradeaus? Ja, das schaffst du locker. Gib alles, Digga. Ich lande. Um was wetten wir, dass ich auf dem Kopf lande? Du musst Shift und Steuerung drücken, ne? Dann gehst du nach vorne und nach hinten. Digga, da habe ich aber gerade seine Lebensansicht verändert, ne? Wusstest du das nicht? Oh Gott, oh Gott! Guck dir das an, wie knapp! Warte. Ah, Dritter, okay, ich hab's noch geschafft. Du hast es nicht geschafft. Doch. Nein. Doch, da steht, du bist Dritter. Ich hab's noch geschafft. Gerade so, Digi, gerade so. Digga, wenn du es nicht beendet hast, ne? Doch, hab ich. Hast du nicht. Doch. Okay. Ah, okay, hat er. Das bei dem. Oh, bei dem war als nächstes. Ich würde sagen, Stunt Bowling. Ja. Gute Entscheidung. Der ist eh überstimmt jetzt. Ja, mal gucken, ob man noch ein paar Leute einladen kann. Ach nee, vielleicht ist er ja jetzt der Lobby, der Party-Lobby-King, ne? Nee, eigentlich bleibst es du. Nein, letztes Mal war das nicht der Fall. Gut, ich bin's noch. Eigene Fahrzeuge ein, aufholen ein. Nee, eigene Fahrzeuge aus, weil das immer unfair ist. Aber ich habe eh nicht so viele getunte Karren. So super Sportwagen. Machen wir mal 3 Runden, damit es ein bisschen länger dauert. Und schnell starten und laden wir noch mal ein paar Leute ein. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, ne? Wenn wir im Game sind. So, tolle! Jo, da sind wir wieder zurück. Und zwar sind wir jetzt zu 6, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Also wir sind auf jeden Fall mal ein paar mehr. Und ich glaube, wir nehmen den Drift-Tumper.
Ich hab keine Ahnung, ich hab irgendeins genommen, ich kenne mich da überhaupt nicht. So, jetzt geht's richtig ab, also, Bitches. Oh, jetzt gibt's auch Kontaktsport. Ja, Mann, jetzt geht's richtig ab. Kann ich mich wieder über dich aufregen? Oh, Superstart geschafft, natürlich. Auf geht's, auf, fahr. Letztes Mal, ne? Fahr. Ey, das letzte Mal, als ich diese Map gespielt habe und runtergefahren bin, ne, wurde ich jetzt mal direkt von dieser scheiß Rampe runtergeschubst, als ich erster war, ne? Läuft. Piss dich! Piss dich, Alte, ey! Oh, Frontflip! Das Ding ist, ich muss sagen, die... Auf dich drauf! Das Ding ist, ich muss sagen... Oh, lol. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Custom Maps sogar... Piss dich! Alter, lass mich ausreden! Ich finde die Custom Maps sogar witziger als die von Rockstar selbst. Das ist zwar cool mit den Röhren und so, aber ich muss sagen, die Leute, die selbst erstellen, die, finde ich, geben sich deutlich mehr Mühe als Rockstar. Rockstar hält die Maps halt immer noch sehr, sehr einfach. Nein, und schlicht. Ne? In die falsche Richtung. Und bin Fünfter. Geil, danke. Super. Nice, Marcel. Echt gut gemacht. Danke. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Du bist einfach immer schuld. Ja, das Marcel-Syndrom, ne? Ja. Früher war es Kevin, heute ist es Marcel. Übermorgen. Oh Gott. Detlef. Morgen Detlef. Übermorgen. Also wenn schon, dann richtig, gell? Ja, für alle Leute, die Snapchat, Instagram und Co. haben. Oh, komm, ich habe jetzt auch immer zukünftig mein Instagram und mein Snapchat-Profil unten in der Beschreibung verlinkt. Da sind auch meine anderen Social Networks wie Twitch, Facebook und Twitter. Wäre cool, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dass ihr mir, wenn ihr mir da folgt, weil dann ist das für mich einfacher, euch zu erreichen. Ich kann Umfragen machen, ihr werdet an Giveaways wegen Giveaways benachrichtigt und Livestreams kommen auch noch dazu. Und wäre cool, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Würde mich darüber freuen. Und ja, jetzt kommen wir mal wieder zum Spiel. Ne? Ich bin auf jeden Fall unangefochten Erster. Ich bin der King, würde ich mal sagen. Geleftet. Ja, gelieft. Es sind immer noch 6 Leute drin. Echt? Ach, der hat zurückgesetzt, okay. Jetzt verstehe ich das. Ja, gut, ja, aber der Arifin, der ist so 1960, das ist halt ein Opa, ne? Ich bin in der zweiten Runde, was bist du? Ach, in der ersten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass Alex heute mal auf mich zugekommen ist und meinte, ey, du machst doch wieder YouTube, Boy, wir müssen mal wieder was zusammen starten. Und da habe ich natürlich, ohne nachzudenken, gleich gesagt, Alex, das ist kein Problem, ich liebe dich und ich freue mich immer darüber. Ganz tief. Was? Was? Ganz tief in den Mund? Du meinst aber hoffentlich den Snickers, ne? Ja, ja. Gut, genau. Ganz ehrlich, Alex, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich übel Hunger. Echt? Digga, wir haben gerade übelst nice gekocht, ne? Achso, ich dachte jetzt Crocs gegessen. Nee, Mann, Crocs gab's am Sonntag, weil meine Mutter da Geburtstag hat beim Entstehenefeld. Und dann haben wir Crocs gefräsen. Okay. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal, wenn ich komme, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir hatten das letztes Mal ja schon wieder angesprochen, dass du mal wieder vorbeikommst, aber bis jetzt hat sich halt durch deine Zwischenprüfung und Co. hat sich halt nicht die Möglichkeit geboten. Alter, was ist das für ein Hurensohn, Alter? Möglichkeit geboten. Alter, was ist das für ein Hurensohn, Alter? Ohne Witz, der hat mich von der scheiß fucking Strecke runtergeschubst. Aber lol. Ich muss sagen, er und ich sind relativ mit Abstand Erster und Zweiter. Alex ist halt erst 22 Sekunden hinter mir, ne? Dann verpiss dich! Ich hoffe, der Typ macht irgendwie ein, zwei Fehler. Ich muss halt sagen, mein Auto ist zwar sehr gut, was Handling angeht, aber leider Max-Tempo ist nicht so das Wahre. Müssen wir mal gucken. Alter, der regt sich jetzt bestimmt übel über mich auf. Ich habe mich auch über den scheiß Hurensohn aufgeregt. Ich habe ihn übel abgedrängt, deswegen. Ja, der Typ hat mich genau in der Kurve von der Seite gerammt und ich bin dann ganz knapp runtergefallen, der Spasti. Aber ich kann auf jeden Fall die Kurven besser nehmen als der Hurensohn. Vielleicht funktioniert das, dass ich den so noch kriege, weil ich nicht abbremsen muss. Glaube ich nicht. Ja, das sehe ich schon im Ansatz. Digga, du hast einen Ansatz an deinen Scheißhaar. Ja, nee, der verschwindet immer mehr und mehr nach hinten. Ja, das ist das Problem. Ja, Digga, wegen hier vorbeikommen und so, ne? Ja, komm, erzähl. Das interessiert jetzt bestimmt alle. Bisschen Zeit, ne, so. Ja. Weil ich bin jetzt arbeitslos. Im Oktober oder, ja, also Mitte Oktober werde ich wohl mir eine Woche Urlaub nehmen. Ja, Mitte Oktober? Echt? Ja, da kann ich dann schon nicht mehr, da habe ich keinen Bock mehr auf dich. Oh. Ja gut, dann müssen wir uns wohl was anderes einfallen lassen. Ja, definitiv. Alter, dieser Martin, ne, der geht mir echt auf den Piss.
Echt? Ja, ich finde, das ist nicht so ein fresher Dude. So schlimm mit ihm. Bubele. Der gefällt mir wirklich gar nicht. Hey, letztens haben wir in meinem Livestream Viewer Games gemacht und GTA-Rennen gespielt. Und das war halt einfach zu witzig, weil es war so, was wollte ich jetzt erzählen? Ich hab's vergessen, genau. Zwei Kollegen und ich, wir hatten halt unsere Autos so richtig demoliert in dem Rennen. Aber wir waren halt alle so nah beieinander, dass keiner von uns respawnen wollte. Und mein Auto hat einen Linksdrall, der andere hatte irgendwie einen Platten oder so. Und wir waren halt die ganze Zeit so nah beieinander und wollten einfach nicht resetten, dass wir uns das komplette Rennen, ich glaube 5 Runden oder so haben wir gespielt. Ich glaube, das war sogar, nee, war nicht diese Map, war eine etwas andere, aber die war so ähnlich aufgebaut. Und es war halt einfach so witzig, weil keiner resetten konnte. So, nee, ich gönn dir das nicht, nee. Gibt's nicht, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist wieder was anderes, gell? Ich würde gerne ein aktuelles Thema ansprechen, und zwar die IS-Schläferzellen in Norddeutschland, ja? Es ist ja gar nicht so weit weg von mir gewesen. Haben sie jetzt gerade ja, gestern... Ja, dein Ernst, wir reden doch hier nicht über Politik. Was? Das darfst du niemals machen. Warum? Weil deine Meinung sowieso nicht die Meinung der anderen ist und die dich dann übertrieben hassen. Hä, Digga? Ja, ohne Hate kann man halt kein Fame generieren, Alex. Guck dir Tanzverbot an. Dann lass dich doch haten. Guck dir Zahnlücken Johnny an. So, hoffentlich macht er kein Ansagenvideo gegen mich. Jo, gegen dich? Ah, ich glaube, den Dude kriege ich nicht mehr. Also, ich habe schon 2 Sekunden rausgeholt bei dem Typen, aber ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Läuft auf jeden Fall, ne? Ich werde auch Futter. Das ist sicher, gell? Ich versuche jetzt mal was Risky-mäßig ist. Ah, ich glaube, das bringt mir nichts. Hä, du warst die ganze Zeit Dritter. Nee, ich war gerade Vierter bis jetzt, also okay. Nee, du warst vorher schon mal Dritter. Vorher, ach, ja, aber fuck, zwischendrin bin ich dann Vierter geworden. Dritte Runde und wer hat gewonnen? Der scheiß Drecks-Piss-Martin, Alter. Mhm. Fick, Fotzen, scheißen Dreck, Mann. Wie immer, Alex und ich freuen uns natürlich über kreatives Feedback. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich weiß, ihr kennt mich ja sowieso so, dass ich eigentlich nur esse und trinke in den Livestreams. Also ich muss sagen, dieser Arifin, der fährt, als ob der eine ganze Buddel Jack Daniels weggesoffen hat. Alter, ja, ohne Witz. Es war knapp. Der Dude, spectate mal bitte ganz kurz den Arifin und guck ihn dir an, Alter. Der fährt wie so eine besoffene Scheißnutte. Der ist auf der Letsche, der schafft's eh nicht mehr. Ja, aber der ist eben schon richtig bescheuert gefahren. Ja, du musst bedenken, vielleicht ist seine Latenz ein bisschen schlechter. Ja, aber der ist halt einfach eben in der Röhre, hat einfach ein Looping gemacht, obwohl er das hätte gar nicht machen dürfen. Naja. Weil dürfen gut. Ist ja wieder so eine Sache, ne? Ja, ja. Ich würde mal sagen, ich hoffe, wir konnten euch mit dem IS-Thema ganz ein bisschen... Halt's Maul. Ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Checkt die Social-Media-Links unten in der Beschreibung aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!